Alter, fuck, warum? Oh, Junge! Oh! Mann! Überall liegt der Scheiß hier. Hä? Was macht denn sie? Hä? Was macht denn die Einkaufsliste von Lennart hier? Hä, Digga, was ist denn da? Was steht? Wie? Zeig dein Sortiment? Na, dann werde ich das jetzt wohl machen. Und damit so Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ei. Ja, das ist was ganz, ganz Neues, Licht. Ja, das ist was ganz, ganz Neues, was ich noch nie so richtig gemacht habe. Und zwar zeige ich euch mal mein Sortiment für Silvester 2018-19. Und ich würde sagen, dort hinten steht's. Ich werde jetzt noch alles vorbereiten und dann werde ich euch mal ein paar Artikel zeigen, ein paar Artikel erklären und vor allem das wunderschöne Sortiment dort richtig schön mal vorstellen. Und ich hoffe, euch gefällt das. Also viel Spaß mit meinem Sortiment. Zurück nach diesem wunderschönen Schnitt und... Hey, Lennart, komm mal her. Sag mal was zu den Leuten. Ja, ich würde mal behaupten, das sieht einfach nur wunderschön aus hier. Richtig, also richtig. Und genau aus diesem Grund, Leute, werden wir jetzt mal hier ein bisschen auf mein Sortiment eingehen. Ich hoffe, ich laber nicht zu viel, weil ich bin eigentlich ein Mann der vielen Worte. Aber ich schwenke hier auf jeden Fall mal ein bisschen drüber. Also man sieht dieses Jahr viele Raketen. Hier wieder normal Klassiker, auch wunderschöne Funke-Raketen. Richtig schön. Und auch noch Sortimente hier wie das... Powerpack und die Headbangers, dann des Weiteren noch die Sternraketen und andere schöne Sachen auf jeden Fall. Freut euch da auf jeden Fall auf die Videos, wird alles folgen, Freunde. Und ihr seht, ich als Batterieliebhaber habe sehr, sehr, sehr viele Batterien, sehr, sehr viele Neuheiten und bin sehr glücklich. Hier seht ihr zum Beispiel Lidl-Neuheiten, die Dr. Jekyll und die Mr. Hyde, hier auch Weko von letzten Jahr und von vor 2 Jahren. Auch Jorge ist mal bei mir dabei, untypisch. Ich bin eigentlich nicht so krass der Jorge-Hyper. Und dann hier eine Star-Trade-Batterie. Mal gucken, was die kann. Aber hier auch wunderschöne Kleinstbatterien, Neuheiten von Leslie, richtig schön. Und natürlich von Geisha wieder eine Batterie dabei. Die wird absolut krank, Leute, das kann ich euch versprechen. Der Lennart kramt gerade richtig schön rum. Ja, guck dir das an. Das kann ich auch gleich noch zeigen, Leute. Viel Funke. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr ist Funke sehr, sehr common bei mir. Ich muss dazu sagen, diese Raketen waren der Auslöser, dass ich irgendwie so auf Funke abfahre. Das ist, naja, wunderschönes Leuchtsortiment hier und da und auch wunderschöne Vulkane. Natürlich auch wieder Premiumware von Röder, der Drachengold. Ne, der Drachenfeuergold, so rum. Und an Knallware wird natürlich auch gesagt, XP3er-Armee, rote Korsare, Kamikaze. Ja, und ihr seht's, das war's eigentlich auch schon. Hier sind dann noch ganz, ganz viele Bombenrohre. Meine Lieblingsbombenrohre, Leute, man kennt sie. Mit ganz vielen Flashbangs und Double Thunder. Und natürlich wundervolle Funkeware haben wir hier. Und ja, das ist mega krank. Das ist mein Sortiment. Es ist ein bisschen klein. Ich denke mal, das wird so ungefähr 400 bis 500 Euro sein. No, ich behaupte, dass ich es einfach mal so wage. Und ja, wir gucken jetzt nochmal hier ganz schnell rum, was sonst sich noch so rumtümmelt. Hier sieht man noch übelst viele Raketen von Lennart. Richtig schön. Zum Beispiel der Ultimate Mix und wunderschöne Batterien. Red Meteor, XP3, Blackbox Batterien. Richtig schön. Und dann, das habt ihr wahrscheinlich schon im Unboxing von Röder gesehen. Das sind die Sachen von Pyro Explode zum Beispiel. Fette Cakes dabei hier. Guckt euch das an, Leute. Und hier auch vom Selfmade Fireworks. Richtig, richtig schön. Und sonst, naja, ist hier noch eine Restekiste von dem guten Lennart.
die wir auch genüsslich verballern werden. Und dann haben uns heute schon die Jungs ihr Zeug vorbeigebracht und das sieht einfach nur brutal geil aus. Alte Schinken, Rauch, alles Mögliche. Man sieht es ja hier. Hier ist noch die Galaxis, also die Takeoff und ganz viele geile Batterien. Auch wie hier so kleine, schöne Jorge-Batterien. Hier die Exclusive Collection, wunderschön. Und hier die Scarabeos und was weiß ich nicht alles, Premium-Ware, über die ich drüber gestolpert bin. Statement? Gibt kein Statement von mir. Richtig. So, Knallware ist natürlich auch genug da und hier auch wunderschöne Pure-Art-Batterien. Ja, Leute. Und das war's auch schon wieder mit dem knackigen kleinen Up-to-Date-Video. Ja, ich weiß nicht, was noch alles folgen wird. Ich hoffe natürlich sehr viel. Natürlich Testvideos von all den Sachen. Guckt euch das an dort hinten. Das ist crazy. Das ist crazy. Also freut euch da auf jeden Fall auf neue Videos. Das wird richtig geil. Und ja, Leute, ich warte mal. Moment. 14.10 Uhr, wenn du scharf stellst. Ja, ist es. Und das am 30. Und jetzt muss ich natürlich auch noch Testvideos drehen. Deswegen, ja, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen genossen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht komisch war, aber ich lade es trotzdem hoch. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich liebe euch und ciao. Ich sorg dafür, du musst nie wieder arbeiten. Danke, Mama. Ich wollte mal Danke sagen. Ihr wart immer für mich da in den ganzen Jahren. Ihr bleibt immer tief in mein Herz. Meine Liebe hast du tief in den Vers. Danke, Mama. Ich wollte mal Danke sagen. Ihr wart immer für mich da in den ganzen Jahren. Ihr bleibt immer tief in mein Herz.